Heute schauen wir uns dieses wunderschöne, hammergeile Fahrzeug an, und zwar den Orbea 8F Drafter. Damit willkommen, meine Damen und Herren, Yankee mit 2E Unit 91 am Start, wo wir eins der schönsten Fahrzeuge, die es in GTA gibt, uns mal gemeinsam anschauen. Das Fahrzeug ist voll aufgetunt von der Leistung her, aber ich habe es zurückgetunt vom Optischen her, damit wir das mal gemeinsam auftunen und gucken, was man an diesem Fahrzeug so dran machen kann. Dieses Fahrzeug ist ziemlich günstig. Es kostet $718.000 bei Legendary Motorsport. Zwei Leute haben Platz in diesem Fahrzeug und die originale Vorlage, wer hätte das gedacht, wenn man sich das Logo da hinten anschaut, ist ein Audi, und zwar der Audi RS5 Coupé aus dem Jahre 2018. Und in echt sehen RS Modelle richtig nice aus natürlich und hören sich nochmal deutlich besser an. Und hier hat Rockstar Games meiner Meinung nach fast geschafft, das perfekte Fahrzeug herauszubringen. Und das perfekte Fahrzeug schauen wir uns mal an, was es halt für Tuning-Optionen gibt. Es gibt leider nicht so viele, aber trotzdem finde ich, dass dieses Fahrzeug halt sehr viel Potenzial hat beim Thema Tunen. Kleiner Tipp, wenn Rauch euch stört, gebt einfach Gas, dann wird das Ganze einfach weggeblasen von eurem Auspuff. Und dann könnt ihr halt sehen, was sich dort verändert. Ich nehme lackierter Diffuser. Motor haben wir schon verbessert, Auspuff. Dieses Fahrzeug müsste auf jeden Fall ein Bennys Legendary Motorsport Fahrzeug werden, meiner Meinung nach. Das würde ziemlich nice sein. So, Auspuff nehme ich... ja, den Titan-Auspuff, warum nicht? Kühlergrill. Ihr seht, Leute, wir haben zwar wenig, aber trotzdem sieht das schon allgemein ziemlich nice aus, meiner Meinung nach. Also, das ist schon perfekt. Was ändert sich hier? Achso, vorne wird Carbon, dann nehmen wir das mal. Die Motorhaube, da haben wir wenigstens ein paar Optionen mehr, die man drauf klatschen kann. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns mal unser Design an, denn ich nehme das Standarddesign, was ich schon halt in den Videos davor immer drauf hatte. Ja, die Doppelstreifen, man kennt sie. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Das sieht auch gut aus. Das ist auch gut. Also ich muss sagen, die Designs, die es hier gibt, ne? Alter Falter, da hat Rockstar Games sich richtig viel Mühe gegeben. Der Praktikant, der dieses Fahrzeug entwickeln durfte, hatte mal sehr viel Spaß. So, Design haben wir drauf geklatscht und dann gucken wir uns mal die Motorhaube an. Wenn euch dieses Video gefällt, dass ich euch mal ein älteres Fahrzeug zeige, was ziemlich nice ausschaut, Daumen nach oben. Daumen nach oben, tut euch nicht weh und unterstützt das Video. Danke an alle, die es immer wieder machen. Wenn ihr neu seid, abonnieren, Glocke aktivieren, bald kommt Sommer-Update. Da werden wir uns auch die Fahrzeuge noch anschauen. So, normalerweise würde ich das drauf nehmen, aber unser Design ist ja so schön, dass ich die Tuning-Motorhaube einfach nehme. So, beim Spiegel kann man ja auch noch hier Tuning-Spiegel hinzufügen. Ist jetzt auch nicht so teuer. Nummernschild mache ich immer dunkel. Bei der Lackierung habe ich jetzt Metallic genommen, und zwar Hafenblau. Aber ihr könnt auch hier zum Beispiel andere Töne nehmen. Ich finde allgemein, sogar in Grün sieht das ziemlich nice aus. Ich finde allgemein gibt es hier bei diesem wilden Design kaum eine Farbe, die alles kaputt macht. Also da kann man wirklich die wildesten Designs nehmen. Zum Beispiel auch hier Silber. Ist einfach lecker. Hier Perleffekt kann man auch drauf klatschen. Ich habe es nicht getan. Möchte ich auch nicht, weil ich Angst habe, dass das Fahrzeug kaputt geht, obwohl... so ein hellblau. Ne, ich lasse das einfach mal so, wie es ist. Sekundärfarbe, ich weiß gar nicht, ob sich da irgendwas verändert. Ne, vielleicht, wenn man bestimmte Tuning-Teile, Motorhaube und so drauf hat. Ne, Innenraum, guck mal, im Innenraum verändert sich ein bisschen was. Die Sitze, ich nehme mal eisweiß, das fällt nochmal ein bisschen so auf. Dach kann man auch verändern. Ist auch kleine Veränderungen hier und da, ein Tuner-Kit. Ich glaube, Tuner-Kit hatte ich nicht drauf, will ich auch nicht haben. Da kommt ja noch ein Spoiler hin, das wäre, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel. Spoiler-Ladung, ein Spoiler kommt drauf, aber was für einer? Ja, der kommt drauf, nehmen wir mit. Wir haben sogar Windabweiser, Leute, wir haben Windabweiser. Klatschen wir natürlich drauf, wenn wir die haben. Fenster? Ne, irgendwie will ich die offen lassen. Irgendwie sieht das schön aus. Normalerweise töne ich immer dunkel. Und jetzt haben wir das Fahrzeug voll aufgetunt und sind passend dazu draußen aus Los Santos. Also wie gesagt, das Auto, ne, ist eins der schönsten Fahrzeuge wegen dem Design sehr wahrscheinlich. Auch bei der Möglichkeit zum Tuning, Thema wie es sich fahren lässt, eins der schönsten Fahrzeuge. Und das hört man da sofort, wenn man Vollgas gibt. Wenn man mit dem Fahrzeug auch ein bisschen driften möchte, kann man das auch machen. Also... ich finde, das Fahrzeug sollte in irgendeiner Form in einer verbesserten Version nochmal rauskommen von Rockstar Games. Die haben ja verschiedene Fahrzeuge, die haben zum Beispiel hier diese Drift-Variante von der Yosemite oder wie das Fahrzeug heißt. Und bei dem hier kann man das auch sehr gerne machen. Wisst ihr was? Wir gehen mit diesem Fahrzeug mal auf unsere Teststrecke und vergleichen das mal bei Thema Geschwindigkeit. Ich glaube wegen dem Preis, dass das nicht das schnellste Fahrzeug ist. Aber wir können ja mal gucken. Es ist vom Sound her eins der besten. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, welches Fahrzeug besser klingt als der.
Bevor wir aber uns im Rennen halt mal mit anderen vergleichen, Innenraum ist wieder so Standard 0815 von Rockstar Games. Das ist immer so ein bisschen schade, dass man dort nicht nochmal ein bisschen was verbessern kann. Nach all den Jahren fast immer das Gleiche. So, passend zum Fahrzeug noch unser Rennoutfit hier hinzugefügt. Ich habe aktuell 8 Fahrzeuge in der Teststrecke und ich bin gespannt, wo dieses Fahrzeug halt stehen wird. Okay, let's go, Baby. Komm, zeig mal, was du drauf kannst. Einmal eine riesengroße positive Überraschung. Sei ein Geschenk von Rockstar Games. Ich bin mit dem Fahrzeug, soviel ich weiß, noch nie ein Rennen gefahren. Vielleicht mal in den Livestreams auf Twitch. Ja, ich habe auch Livestream-Kanal auf Twitch, @yankyou91, überall. Twitter, Instagram, Facebook sogar immer noch. Und halt auf Twitch. Fast jeden Tag bin ich da live. Leute, wenn ihr also mal vorbeikommen wollt, dann kommt einfach mal dort vorbei. Ja, die Kurven überraschend gut. Ziemlich langsam im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, aber wir sind nicht rausgeflogen. Also der bleibt straight auf den Kurven. Das ist hammergeil, Junge. So, Sprung ist auch kein Problem. Kommt auch weit. Aber bei Rennen, ne, einmal Pro-Tipp hier, wenn ihr springt, dann kostet euch das Zeit. Ja, hier wieder die Kurve gefahren, eine lange Kurve. War auch wieder perfekt. Also bei den Kurven, muss ich sagen, ist das Auto ziemlich interessant. Wir machen den Test nicht, aber das Fahrzeug hält natürlich nur eine Rakete aus. Wer hätte das gedacht? Ja, bei so engen Kurven, ne, bin ich jetzt ziemlich weit rausgeflogen gerade eben. Gucken wir mal hier. Ja, ist okay. Und das Fahrzeug ist auf Platz... Oh! Auf Platz 5! Das muss man sich mal reinziehen, meine Damen und Herren. Das Fahrzeug ist schneller als der T20. Und der T20 ist ein Supersportfahrzeug, was damals das schnellste Fahrzeug war. Da kann man mal sehen, wie sich die Fahrzeuge in GT entwickelt haben, dass ein Sportfahrzeug schneller ist als ein Supersportfahrzeug, was halt damals von sehr vielen Leuten genutzt worden ist. Bisschen komisch. Positiv überrascht, ich glaube, das Fahrzeug hat Allrad. Wir müssen das mal uns mal angucken. Allrad heißt halt Antrieb von überall. Ja, alle Reifen drehen sich, das heißt, das Fahrzeug wird von überall angetrieben und deswegen nimmt er sehr wahrscheinlich auch die Kurven so gut. Das ist auch beim Krieger so. Gucken wir mal hier. Ja, das Fahrzeug hat eindeutig Allrad. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Guck mal, hier von dieser Lackierung her passt das auch. Also ist meiner Meinung nach empfehlenswert, wenn ihr mal auf der Suche seid nach einem Fahrzeug, was halt optisch lecker ausschaut, dann würde ich euch dieses Fahrzeug auf jeden Fall empfehlen. Ja Leute, das war der Test. Dieses Video kam, weil ich dazu zu diesem Fahrzeug keinen Test gemacht habe. Wir können noch eine Sache gucken, und zwar wie teuer eventuell die Versicherung ist. Also hier ein Explosionstest wird das jetzt nicht, weil wir wissen alle, dieses Fahrzeug hält nur eine Dings aus, eine Explosion. Wer hätte das gedacht? Und jetzt gucken wir mal beim Thema Versicherung, wie teuer dieses Fahrzeug ist. $8.975, oh, ist ein bisschen... Ja, ist okay, komm, ist okay. Es gibt richtig teure Fahrzeuge. Okay, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Keep it up, my geil, und tschüss.